Die Nintendo Switch wird 2022 schon stolze 5 Jahre alt. Und noch immer erscheinen viele spannende Spiele für die Nintendo-Konsole. The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, Splatoon 3 und Bayonetta 3 sind nur ein paar der kommenden Highlights. Welche vielversprechenden Games sonst noch 2022 für die Switch anstehen, das zeigen wir euch in diesem Video. Schon am 28. Januar erscheint mit Pokémon Legenden Arceus ein neues Rollenspiel der Taschenmonster-Reihe. Die neue Spielwelt ist die Hisui-Region. Da ist es eure Aufgabe, den allerersten Pokédex der Menschheitsgeschichte zusammenzustellen. Der Titel spielt nämlich in der Vergangenheit, als Monsterchen und Menschen noch völlig unabhängig voneinander lebten. Die Gefechte in Arceus dürften erfahrenen Pokémon-Spielern trotzdem bekannt vorkommen. Das Kampfsystem ist grundsätzlich dasselbe wie in den Spielen der Hauptreihe. Allerdings mit dem Unterschied, dass die wilden Pokémon frei in der Spielwelt herumlaufen und Kämpfe sofort nach Kontakt mit ihnen losgehen, also ohne Ladebildschirm. Dazwischen besucht ihr einen zentralen Hub, eine kleine Stadt namens Jubeldorf. Dort erholt ihr euch, erledigt Nebenquests, berichtet von eurem Fortschritt und macht euch bereit für die nächste Expedition. Seit dem Release von Life is Strange vor rund 7 Jahren hat das Adventure von Square Enix viele Fans auf der ganzen Welt gefunden. Das liegt vor allem an der bewegenden Geschichte rund um die Protagonistinnen Max und Chloe. Die in Episoden aufgeteilte Story steht bei Life is Strange ganz klar im Fokus. Dazu kommen eine packende Atmosphäre, Charaktere mit viel Tiefgang und eine gut geschriebene Story mit tollen Dialogen. Am 1. Februar erscheint Life is Strange nun in einer überarbeiteten Version für die Switch. Die Grafik wurde für die Nintendo-Konsole aufgehübscht, die Animationen verbessert. In Life is Strange Remastered Collection steckt neben dem Erstling außerdem noch das Prequel Life is Strange Before the Storm. An den großen Emotionen des Spiels dürfte sich auch in der Neuauflage nichts geändert haben. Arceus Bay is on the edge of disaster. Time to change time. Am 4. Februar steht mit Dying Light 2 Stay Human der Nachfolger des 2015 erschienenen und weiterhin in Deutschland indizierten Survival-Horror-Spiels in den Startlöchern. Im Open-World-Abenteuer schlüpft ihr in die Haut von Aiden Caldwell, der die postapokalyptische Erde nach seiner Schwester durchkämmt. Nachdem ein mutiertes Virus einen Großteil der Menschheit in entstellte Monster verwandelt hat, ist die Welt nämlich im Chaos versunken und quasi ins Mittelalter zurückgeworfen worden. Feuerwaffen gibt es in dieser dystopischen Zukunft nicht mehr. Stattdessen müsst ihr euch im Nahkampf durchschlagen. Immerhin seid ihr dafür besonders flott und wendig in der Spielwelt unterwegs. Das erinnert an Spiele wie Mirror's Edge, nur in blutig und brutal. Shit. Wer Bock hat auf ein Spiel im Grafikstil von Octopath Traveler, aber mehr auf Strategie als auf Rollenspiel steht, sollte sich den 4. März im Kalender fett markieren. Da erscheint nämlich Triangle Strategy von Square Enix, ein taktisches Rollenspiel in der Optik des geistigen Vorgängers von 2018. Übernehmt das Kommando über eine Gruppe von Kämpfern und beeinflusst den Storyverlauf mit euren Entscheidungen. In den rundenbasierten Kämpfen müsst ihr euch Gedanken um die Standorte eurer Krieger auf dem Schlachtfeld machen. Angriffe laufen nach dem Schere-Stein-Papier-Prinzip ab, auch hierbei müsst ihr also taktisch vorgehen. Wenn ihr nicht mehr bis zum Release warten wollt, steht eine ausführliche Demo im eShop der Nintendo Switch zum Download bereit. Ein weiteres Spin-off der Persona-Reihe erscheint am 17. März für die Nintendo Switch, nämlich Persona 4 Arena Ultimax. Dabei handelt es sich um eine verbesserte Version des damals für PlayStation 3 und Xbox 360 erschienenen Kampfspiels. Auch die originale Handlung des Vorgängers Persona 4 Arena ist in der Neuauflage enthalten. Das Prügelspiel überzeugt mit einem rasanten Kampfsystem und motiviert mit unzähligen erspielbaren Boni und Extra-Modi. Außerdem wird die Geschichte von Persona 4 Golden weitererzählt. Auf der Switch könnt ihr zwischen der englischen Synchro und der japanischen Originalsprachausgabe wechseln. Außerdem stehen euch zahlreiche Charaktere der Persona-Reihe bei den Kämpfen zur Verfügung. Exklusiv für die Switch erscheint am 25. März das Rollenspiel-Highlight Rune Factory 5. In der verschlafenen Grenzstadt Rickbarth passieren mysteriöse Dinge, die das Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur bedrohen. Als Neuzugang bei der Organisation Seed seid ihr für den Friedenserhalt in der Region zuständig. Mit dem offiziellen Zaubersiegel fangt ihr aufmüpfige Monster ein und schlagt euch durch rasante Action-Rollenspielkämpfe.
Abseits von Missionen geht es deutlich ruhiger zu, wenn ihr den Bewohnern der Spielwelt beim Gemüseanbau helft und bei Festivals Freundschaften knüpft. Auch potenzielle Heiratskandidaten findet ihr auf diesem Weg, mit denen ihr eine Familie gründen könnt. Damit habt ihr in Rune Factory 5 auch nach Abschluss des Hauptspiels noch jede Menge zu tun. Getreu dem aktuellen Trend zu Neuauflagen erwartet Switch-Spieler im Frühjahr eine Remake-Collection mit gleich zwei klassischen Strategiespielen aus dem Hause Nintendo. Advance Wars 1 und 2 Reboot Camp. Die Originalversionen erschienen 2001 und 2003 für den Game Boy Advance. Jetzt gibt's beide im Doppelpack und optisch rund erneuert, schon bald für die Switch. Ihr schlüpft in die Rolle eines taktischen Beraters der Armee und befehligt Truppen in rundenbasierten strategischen Kämpfen. Die Truppen bewegt ihr zu Land, zu Wasser und in der Luft, um gegnerische Städte und Basen einzunehmen. So erringt ihr den Sieg und haltet den Frieden aufrecht. Je nachdem, mit welchem Kommandanten ihr zusammenarbeitet, habt ihr unterschiedliche Fähigkeiten. Im Multiplayer könnt ihr lokal oder online mit bis zu drei weiteren Mitstreitern gleichzeitig ins Gefecht ziehen. Ein klassischer Nintendo-Held bekommt im Frühjahr 2022 nicht nur ein brandneues Spiel, sondern auch noch eines, das es so bisher noch nie gab. In Kirby und das vergessene Land erobert der knuffige Protagonist erstmals die dritte Dimension, denn das neue Switch-Spiel wird ein 3D-Abenteuer. Euch erwartet also eine Mischung aus Jump'n'Run, Plattformer und Adventure. Kirbys besondere Fähigkeiten stehen euch natürlich auch hier zur Verfügung. Saugt ihr zum Beispiel einen Schwertkämpfer ein, könnt ihr ab dann selbst die Klinge schwingen. Auch das bekannte Bewegungsrepertoire ist mit von der Partie. So könnt ihr etwa zumindest kurzzeitig fliegen und dadurch Hindernisse kinderleicht überwinden. Die Spielwelt ist wiederum so gar nicht Kirby-typisch. Die ist zwar bunt, wirkt aber ziemlich ausgestorben. Offensichtlich gab es hier mal eine Zivilisation. Was mit der passiert ist, findet ihr im Frühjahr raus, wenn das Spiel für die Switch erscheint. Monsterjäger, aufgepasst! Mit Sunbreak bekommt Monster Hunter Rise im Sommer 2022 eine erste große Erweiterung. Das dürfte so umfangreich ausfallen, dass ich schon fast als komplett neues Spiel durchgehen könnte. In Sunbreak verschlägt es euch in eine Region namens Elgado, wo neue Charaktere und Monster auf euch warten. In den neuen Gebieten richtet ihr euch in einer gänzlich neuen Basis ein. Von da aus brecht ihr zur Monsterjagd auf und trefft auf bisher unbekannte Widersacher, wie beispielsweise das Monster Malzeno. Auch alte Bekannte kehren zurück, zum Beispiel eine gigantische Riesenkrabbe. Besonders interessant für geübte Serienveteranen, der Master-Rang feiert mit Sunbreak ebenfalls sein Comeback. Für die Nintendo Switch steht noch ein taktisches Rollenspiel an, Marvel's Midnight Suns. Das Spiel stammt von den talentierten Entwicklern bei Firaxis, die sich für Genreschwergewichte wie XCOM und Civilization verantwortlich zeichnen. In dem Marvel-Spiel wird es äußerst düster zugehen. Die Story dreht sich um die namensgebende Heldentruppe, die Midnight Suns, und ist inspiriert von den gleichnamigen Comics aus den 90er Jahren. Ihr spielt einen neuen Marvel-Helden namens Jäger, den ihr individuell anpassen könnt. Und zwar nicht nur optisch, sondern bezüglich seiner Fähigkeiten. Die rundenbasierten Kämpfe erfordern Taktik. Eure Gruppe bildet ihr mit weiteren Marvel-Superhelden. Neben den Gefechten setzt das Spiel einen zweiten Fokus auf das Geschehen in eurer versteckten Basis. Da trefft ihr auf Marvel-Ikonen wie Captain America, Iron Man und Wolverine. Auch Sega will sich dem aktuellen Trend zur offenen Spielwelt nicht verwehren und kündigte bei den Game Awards 2021 erstmals ein Open-World-Sonic-Spiel an. Das stammt wieder von Team Sonic und hört auf den Namen Sonic Frontiers. Der Release ist für Ende 2022 geplant. Das Spiel setzt verstärkt auf die Erkundung der offenen Spielwelt, aber auch die bekannten und beliebten Action-Adventure-Elemente sollen nicht zu kurz kommen. Das Abenteuer führt euch durch abwechslungsreiche Landschaften mit Wäldern, Wüsten, Wasserfällen und vielem mehr. Doch keine Sorge, Sonic-typisch werdet ihr dabei bestimmt die meiste Zeit mit Hochgeschwindigkeit unterwegs sein. Nach dem Überraschungshit A Plague Tale: Innocence von 2019 steht 2022 der Nachfolger zum Action-Adventure-Hit an, A Plague Tale: Requiem. Schon Teil 1 überzeugte uns mit einer spannenden Geschichte, toller Grafik und spaßigem Gameplay. Jetzt tritt der Nachfolger an, um die packende Geschichte um die Geschwister Hugo und Amicia weiterzuerzählen. Die Helden leiden diesmal unter einem schrecklichen Fluch und werden abermals von der Pest verfolgt. Spielerisch bietet auch Requiem eine Mischung aus Stealth, Erkundung und Rätselelementen. Auf der Switch wird der Titel als Cloud-Version angeboten, das heißt, das Spiel wird online gestreamt und läuft nicht lokal auf der Konsole.
Bereits vor über 4 Jahren haben Nintendo und das Entwicklerstudio Platinum Games Bayonetta 3 für die Switch angekündigt. Lange Zeit war es danach sehr ruhig um das Action-Spektakel mit der namensgebenden Hexe im Mittelpunkt. Teils munkelten Fans bereits, das Projekt wäre still und heimlich eingestellt worden. Doch weit gefehlt, denn Bayonetta 3 erscheint 2022 endlich für die Nintendo-Konsole. Die Heldin hat in Teil 3 ein neues Äußeres verfasst bekommen, außerdem verfügt sie über frische, mächtige Fähigkeiten. So kann Bayonetta jetzt zum Beispiel Dämonen direkt kontrollieren. Wie schon in den beiden Vorgängern von 2009 und 2014 stehen auch bei Bayonetta 3 wieder der Spaß an epischen Kämpfen und tempogeladenes Action-Gameplay im Mittelpunkt. Ready, set, Chocobo! Ein neues Mario Kart brauchen Switch-Spieler 2022 zwar nicht erwarten, aber es gibt ja auch noch andere Funracer. Chocobo GP zum Beispiel, das von Square Enix entwickelt wird und exklusiv für den Nintendo Switch erscheint. Ein knappes Vierteljahrhundert nach dem ersten Teil kommt jetzt also ein Nachfolger des Final Fantasy Rennspiels auf den Markt. Chocobo GP ist, vereinfacht ausgedrückt, Mario Kart mit Chocobos. Ihr heizt zum Beispiel als Gilgamesh über die Rennpisten, driftet und sammelt Magneten ein, um Zauber auszuführen. Jeder Charakter verfügt über spezielle Fähigkeiten, außerdem könnt ihr wie in Mario Kart eure Fahrzeuge personalisieren. Neben dem Singleplayer-Modus könnt ihr auch lokal oder online im Multiplayer Gas geben. Hättet ihr vor Release der Switch gedacht, dass Ubisoft mal ein Mario-Spiel entwickeln würde? Ja, wir auch nicht. Doch dann kam 2017 die große Überraschung in Form von Mario & Rabbids Kingdom Battle heraus. Dank wunderschöner Grafik und genialem taktischen Gameplay konnte es überzeugen. Auch der fantastische Soundtrack von Altmeister Grant Kirkhope begeisterte Spielerinnen und Spieler. 2022 steht jetzt der Nachfolger mit dem Titel Mario & Rabbids Sparks of Hope exklusiv für die Nintendo Switch an. Diesmal verlassen wir festen Boden, denn Mario, die Rabbids und ihre Freunde müssen nicht weniger leisten, als die gesamte Galaxie zu retten. Ein mysteriöses Wesen bedroht nämlich das Universum. Passend zum Galaxie-Thema stoßen weitere beliebte Figuren aus dem Mario-Kosmos zum Spiel, zum Beispiel die knuffigen Luma. Und auch Mario-Galaxy-Ikone Rosalina scheint diesmal mit von der Partie zu sein. Das Gameplay ist wie schon beim Vorgänger im Strategiegenre angesiedelt und ähnelt der XCOM-Reihe. Tja, damit hat wohl niemand gerechnet. Die Turtles sind zurück. Die Retro-Könige .mu veröffentlichen zusammen mit dem Entwicklerstudio Tribute Games Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Eine Hommage an den Brawler-Klassiker Turtles in Time vom Super Nintendo. Shredder's Revenge versetzt euch zurück in die pixeligen 80er und serviert Oldschool-Gameplay mit modernen und frischen Spielmechaniken. Alleine oder im Multiplayer mit bis zu 3 Mitstreitern prügelt ihr euch als die kultigen Turtles durch Manhattan, über Coney Island, durch die Kanalisation und über die Dächer der Stadt. Und auch der typische Turtles-Humor kommt natürlich nicht zu kurz. Das preisgekrönte, storylastige Adventure Oxenfree bekommt endlich eine Fortsetzung. Der erste Teil überzeugte vor einigen Jahren mit toll geschriebenen Figuren, spannenden Entscheidungen und einem ausgefeilten Dialogsystem. Wie auch der Vorgänger ist Oxenfree 2 Lost Signals im Mystery-Bereich angesiedelt und konfrontiert euch mit übernatürlichen Geschehnissen in einer amerikanischen Kleinstadt. Das Spiel mit 2,5D-Perspektive schafft dank tollem Dialogsystem eine echte Intimität mit euren Spielfiguren. Da der Fokus auf den Dialogen liegt, ist Oxenfree 2 aber auch mehr Walking Simulator als klassisches Adventure. Im neuen Jahr dürft ihr auf der Switch wieder ordentlich Tinte versprühen, denn Splatoon geht in die 3. Runde. Die noch immer vergleichsweise junge Nintendo-Reihe bekommt auf der Switch damit schon den 2. ganz neuen Teil spendiert. Kein Wunder, haben sich die Vorgänger doch nicht nur sehr gut verkauft, das innovative Spielkonzept eines familienfreundlichen Shooters macht auch einfach jede Menge Spaß. In Splatoon 3 verschlägt es euch in eine brütend heiße Wüste namens District Splatsville, wo kampferprobte Inklinge und Octolinge leben. Im Herzen des staubigen Niemandslands liegt die Stadt des Chaos namens Splatsville. Aber auch an diesem verlassenen Fleckchen Erde dreht sich alles um die aus der Splatoon-Reihe bekannten Revierkämpfe mit bunter Farbe. In brandneuen Arenen tragt ihr wieder rasante Tintenschlachten aus, Splatoon 3 bietet neue Fähigkeiten und ein erweitertes Waffenarsenal. Natürlich steht neben dem Singleplayer-Story-Modus wieder der actiongeladene Multiplayer im Fokus. Offline wie auch online. Der Titel Sports Story mag zwar vermuten lassen, dass es bei diesem hübsch pixeligen Spiel nur um den sportlichen Wettbewerb geht, doch weit gefehlt.
Die Macher des 2017er Geheimtipps Golf Story verknüpfen bei ihrem neuen Werk wieder sportliche Elemente mit einer umfangreichen Geschichte und Adventure- sowie Rollenspielelementen. Nach einiger Verzögerung erscheint Sports Story 2022 endlich für die Nintendo Switch. Und zwar exklusiv, wie auch schon Golf Story. Neben sportlichen Einlagen müsst ihr euch durch düstere Dungeons schlagen, Minispiele meistern, die rund erneuerte Tennisakademie absolvieren und auf der Suche nach Sportherausforderungen umherreisen. Außerdem knüpft ihr neue Beziehungen zu anderen Charakteren und werdet letztendlich zum absoluten Sportstar. Auch ein brandneues Star Wars Spiel steht 2022 für die Nintendo Switch auf dem Plan. In Star Wars Hunters tretet ihr in kompetitiven Spielmodi gegeneinander an, und zwar in kleinen Squad-Teams. Arena Combat Game nennt Zynga dieses Spielkonzept. Der Publisher und Entwickler ist bekannt für zahlreiche Mobile-Titel wie zum Beispiel Farmville. Die Macher setzen bei dem Titel auf das Free-to-Play-Modell. Das Spiel selbst wird also kostenlos erhältlich sein und finanziert sich über Mikrotransaktionen. Angesiedelt ist Hunters zeitlich nach dem Fall des Galaktischen Imperiums. Star Wars Hunters erscheint neben der Switch auch für Mobilgeräte. Eine kostenpflichtige Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online braucht ihr zum Zocken aber nicht. Auch Crossplay wird übrigens unterstützt. Rund 5 Jahre nach dem letzten komplett neuen Zelda-Spiel steht 2022 endlich der Nachfolger zu The Legend of Zelda Breath of the Wild in den Startlöchern. Der 2017 als Launch-Titel für die Switch erschienene Vorgänger konnte seinerzeit fantastische Wertungen und jede Menge Auszeichnungen einheimsen. Daher sind die Erwartungen an Teil 2 besonders hoch. Dem bisher gezeigten Material nachzuurteilen, wird Hyrule diesmal nach oben hin erweitert. Fliegende Inseln werden die bisherige Spielwelt um neue interessante Areale bereichern. Da werden Erinnerungen an Skyward Sword wach. Auch Link hat sich weiterentwickelt, denn der Protagonist verfügt nun über mächtige Waffen wie einen feuerspeienden Schild und einen mechanischen Arm mit allerlei Fähigkeiten. Außerdem kann er durch feste Materie wie Stein einfach hindurchflutschen. Erwartet uns etwa der mächtigste Link aller Zeiten? Das erfahren wir im Laufe des Jahres. Wie schaut's 2022 eigentlich mit Metroid Prime aus? Erscheint das heiß erwartete Action-Adventure dann endlich für die Switch? Darauf gibt's aktuell leider noch keine klare Antwort. Was wir wissen, die Entwicklung des Spiels wurde nach massiven Problemen abgebrochen und Anfang 2019 bei Retro Studios neu gestartet. Die zeichnen sich auch schon für die ersten 3 Teile der Prime-Reihe verantwortlich. Seitdem allerdings gab es kein weiteres Lebenszeichen mehr von Samus Arons neuem Abenteuer. Was aber nicht heißt, dass das Spiel nicht trotzdem 2022 schon erscheinen könnte. Also hoch dürften die Chancen dafür zwar nicht sein, für eine Überraschung ist Nintendo aber bekanntlich immer gut. Möglicherweise kündigt das japanische Unternehmen also Metroid Prime 4 während der E3 Direct im Sommer für einen Release zum Weihnachtsgeschäft an. Hoffen darf man ja noch und gespannt sein sowieso. Auch Meisterdetektiv Pikachu für die Switch steht aktuell auf sehr wackeligen Beinen. Unerwähnt soll das Spiel aber trotzdem nicht bleiben. Nach dem Detektivabenteuer für den 3DS, in erweiterter Fassung bei uns erst 2018 erschien, sorgte vor allem die Umsetzung als Kinofilm 2019 für großes Aufsehen. Zeitweise war Meisterdetektiv Pikachu die erfolgreichste Videospielverfilmung. Mittlerweile wurde der Streifen aber von Sonic überholt und das schon länger in Entwicklung befindliche Switch-Spiel mit dem gelben Knuddeldetektiv hat eine ungewisse Zukunft. Angeblich sollen die Arbeiten daran mittlerweile eingestellt worden sein. Allerdings gibt es dazu bisher keine offizielle Aussage von Nintendo oder der Pokémon Company. Denkbar ist außerdem weiterhin ein Port des 3DS-Spiels für die Switch. Auch für Meisterdetektiv Pikachu gilt daher, die Hoffnung lebt. Ungewisse Zukunft, die dritte. Auch um Yo-Kai Watch auf der Switch müssen sich Fans aktuell leider Sorgen machen. Während die ersten 3 Teile sowie das Spin-off Yo-Kai Watch Blasters allesamt auch in Deutschland für den 3DS erschienen sind, gilt das für Teil 4 bisher nicht. Der jüngste Teil der Rollenspielreihe ist bisher ausschließlich in Japan verfügbar. Gleiches gilt für den Remaster des ersten Teils. Eigentlich sollten beide schon längst auch im Rest der Welt für die Switch erschienen sein. Doch warum auch immer ist das bisher nicht passiert. Auch die Yo-Kai Watch Spiele für den 3DS wurden alle erst mit deutlicher Verzögerung außerhalb Japans auf den Markt gebracht. Den Release von Yo-Kai Watch 4 und dem Remaster von Teil 1 sollte man also nicht vorschnell abschreiben. Wir hoffen weiterhin auf die Veröffentlichung in Deutschland. Die leicht an Pokémon erinnernden Rollenspiele mit ihren knuffigen und originellen Geisterwesen sorgten nämlich schon auf dem altehrwürdigen 3DS für ganz viel Spielspaß.
Auf welches neue Spiel für die Switch freut ihr euch dieses Jahr am meisten? Breath of the Wild 2, Sonic, Mario & Rabbids, Bayonetta oder doch Pokémon? Schreibt's in die Kommentare, lasst uns auch ein Abo und ein Like da, das unterstützt uns. Und für mehr Infos zu euren Lieblingsspielen, checkt pcgames.de.